Das ist einfach eine Argumentationskette, die so für sich genommen einfach kompletter Unfug ist. Habt ihr die Probleme vorher nicht gesehen oder habt ihr irgendwie ein Problem der Wahrnehmung? Heute geht es ums Thema Feinstaub und Elektrofahrzeuge. Ein Thema, das eigentlich bei vielen gar nicht mit der Elektromobilität in Verbindung gebracht wird. Und ich muss euch gleich vorneweg sagen, in diesem Video wird es die eine oder andere Aussage geben, die vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen nicht so ganz schmecken wird. Denn wir müssen uns, und das wisst ihr, mit den hellen Seiten, aber wir müssen uns ein wenig auch mit den schmutzigen Seiten der Elektromobilität beschäftigen. Ganz einfach, um die Themen auf den Tisch zu bringen und eventuell auch über Lösungsansätze nachzudenken. Am 14.12. ist auf Focus Online ein Beitrag erschienen mit der Überschrift Feinstaubverbot, bald auch für Elektroautos. Experten sehen ein neues Feinstaubproblem. Naja, ihr wisst, wie ich solche Überschriften finde. Ich finde, auch diese Überschrift ist wieder ein bisschen reißerisch, vor allem dieses Wort bald, denn ihr werdet sehen im Laufe dieses Videos, dass von bald gar keine Rede ist. Aber ja, es gibt tatsächlich eine Studie von der OECD, die wir uns nachher auch mal angucken werden, in der ein Problem zum Thema Feinstaub mit der Elektromobilität und Elektrofahrzeugen in Zusammenhang gebracht wird. Allerdings ist es so, dass in dieser Studie das Problem deutlich sachlicher besprochen wird und nicht so reißerisch besprochen wird, wie das in dem Fokusartikel der Fall ist. Schauen wir doch einfach mal ganz kurz in diesen Fokusartikel rein. Ich will es gar nicht so lange machen. Ich habe den Fokusartikel hier jetzt mal im Lesemodus in meinem Browser geöffnet, damit wir nicht die ganze Werbung sehen. Worum geht es? Es geht im Prinzip darum, dass wir in Zukunft erwarten können, dass durch immer bessere Maßnahmen der Schadstoff- und der Abgasnachbehandlung die Feinstaubemissionen von Fahrzeugen immer weiter abnehmen werden. Hier sind Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren genannt. Stichwort sind hier natürlich vor allem die Feinstaubpartikelfilter bei Diesel- als auch bei Benzinerfahrzeugen. Und gleichzeitig wird mit der Abnahme dieser Feinstaubemissionen eine andere Quelle von Feinstaubemissionen zunehmen, nämlich die Feinstaubemissionen, die zum Beispiel durch Reifenabrieb, durch Bremsabrieb oder auch einfach durch den Abrieb des Straßenbelags hervorgerufen wird. Das nimmt dann natürlich prozentual zu, das ist völlig klar. Und in dieser Studie wird jetzt ausgesagt, da Elektrofahrzeuge nun mal in der Regel etwas schwerer sind als Verbrennerfahrzeuge, wird es also hier zu einem erhöhten Feinstaubaufkommen aufgrund eben dieser genannten Aspekte kommen. Ein Elektrofahrzeug wird zwar nicht über mechanische Bremsen abgebremst, aber ein Elektrofahrzeug hat natürlich wie jedes Fahrzeug, übrigens auch wie ein Fahrrad oder auch wie ein LKW, der die Biomilch durch die Gegend transportiert, Feinstaubabrieb an den Reifen. Und durch das höhere Gewicht ist dieser Feinstaubabrieb und die Entstehung natürlich höher. Genauso wie auch der Straßenbelagsabrieb immer größer wird, je schwerer ein Fahrzeug ist. Dieser Artikel hier im Fokus stellt jetzt so ein bisschen die Behauptung auf, dass also die Luft durch Elektrofahrzeuge überhaupt gar nicht besser werden kann, sondern im Gegenteil die Luftbelastung dadurch wieder schlechter wird. Ich zitiere einfach mal: ausgerechnet der Zuwachs von lokal emissionsfreien Elektroautos könnte nicht die erhoffte weitere Verbesserung bedeuten. Wenn man sich mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hat und auch den OECD-Artikel, diese Studie besser gesagt, genau gelesen hat, dann stößt man sich hier an dem Wort Elektroautos, nämlich beziehungsweise an der Formulierung, die hier vorgenommen wird, denn es geht um schwere Elektroautos und nicht jedes Elektroauto muss schwer sein. Und wir wissen natürlich auch, dass der Trend bei den Verbrennerfahrzeugen im Moment ganz klar in Richtung schwere Fahrzeuge geht und nicht gerade in Richtung leichte Fahrzeuge. Man hätte also hier viel mehr schreiben müssen, dass der Zuwachs von schweren Fahrzeugen, und dann hätte man gerne auch Elektrofahrzeuge nennen können, nicht die erhoffte Verbesserung bringt. In anderen Worten, hier wird dem Elektroauto pauschal jetzt sozusagen wieder mal die schwarze Karte zugeschoben. Das Elektroauto soll jetzt daran schuld sein, dass wir in Zukunft wieder sogar steigende Feinstaubemissionen haben. Warum steigend? Naja, es wird damit gerechnet, dass bis 2050 der Individualverkehr weiter wachsen wird und da dieser dann eben überwiegend über Elektrofahrzeuge abgewickelt wird, ist also in dieser Argumentationskette das Elektroauto schuld an wieder steigenden
Feinstaubbelastungen in den Innenstädten. Ja, nun hat man also sich so viel Mühe gegeben und jetzt kommt das E-Auto und macht alles wieder irgendwie zunutze. Hier könnt ihr es also nochmal sehen. Hier wird nochmal ausgeführt, nur ein Teil des Feinstaubs geht auf den Verbrennungsprozess zurück. Und ja, die Filter sind ja heute so gut geworden, dass kaum noch was davon in die Umwelt gerät. Da gibt es sehr differenzierte Quellen zu, die das durchaus auch ein bisschen anders sehen. Es gibt auch Quellen, die zum Beispiel sagen, dass gerade durch die Filter die Feinstaubpartikel noch weiter zertrümmert werden, auch noch kleiner als diese PM2,5-Partikel und damit noch mehr Super-Ultra-Feinstaub entsteht, der ohne die Filter gar nicht erst entstehen würde. Das ist also ein ziemlich komplexes Thema. Das Gewicht von Elektrofahrzeugen wird hier aufgeführt, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Das ist natürlich zum Teil richtig, das werdet ihr auch dann noch mal sehen. Ich habe dazu noch mal eine Grafik vorbereitet. Und richtig ist, beim Elektrofahrzeug geht der Anteil der Feinstaubemissionen durch das Rekuperieren natürlich deutlich zurück. Es entsteht deutlich weniger Bremsabrieb an den mechanischen Bremsen. Aber wie gesagt, das ist halt nur ein Teil davon, denn vieles davon entsteht eben nicht durch Verbrennungen, sondern eben, wie gesagt, durch die beschriebenen Effekte wie Reifenabrieb, Straßenbelagabrieb, Abrieb an Kupplungen und so weiter und so fort. Okay, ja, wir haben eine ganze Menge Zuschriften bekommen und ich habe gedacht, ich setze mich mit dem Thema mal auseinander. Es ist sehr schwierig und sehr komplex, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt eine unfassbare Vielzahl an Quellen dazu. Es gibt übrigens einen ähnlichen Artikel, das zeige ich euch hier nochmal auf Heise. Auch hier wird dieses Problem auch nochmal benannt. Allerdings muss ich hier sagen, finde ich diesen Artikel deutlich eleganter geschrieben. Wenn er ist einfach ein bisschen nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so reißerisch wie der Fokusartikel und vor allem wird hier auch klar gesagt, es geht nicht um bald, sondern hier haben wir also bestimmte Daten auch genannt, die auch in dieser OECD-Studie vorkommen, nämlich 2030 und 2050. Aber im Endeffekt geht es um das gleiche Problem, nämlich die verbrennungsmotorisch induzierten Feinstaubpartikel, die werden immer weiter sich reduzieren, alleine schon durch den Austausch von Verbrennungsfahrzeugen durch Elektrofahrzeuge und da die eben dann schwerer sind, sollen diese ganzen beschriebenen Effekte entsprechend auftreten. Gut, vielleicht schauen wir uns mal ganz kurz an, ja, die Auswirkungen von Feinstaub. Wir können das mal hier einblenden aus einer Studie vom Umweltbundesamt. Viele von euch kennen das sicherlich und wissen das sicherlich, dass Feinstaub eine sehr große Gesundheitsbelastung darstellt und tatsächlich auch bis zum Tode führen können. Es wird natürlich von vielen ignoriert und von vielen einfach mal negiert, die sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Das sind wahrscheinlich die gleichen, die auch gesagt haben, dass die Stickoxidemissionen völlig ungefährlich sind. Aber das Umweltbundesamt sagt ganz klar, je kleiner die Teilchen sind, desto tiefer können sie eben ins Lungengewebe eintreten. Sie können dann diese Barriere überschreiten, gehen in den Blutkreislauf und können zum Beispiel auch zu Schlaganfällen führen und entsprechenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wo kommt der Feinstaub eigentlich hauptsächlich her? Auch hier geht natürlich der Streit hin und her. Der eine schiebt es auf den anderen. Mal ist es mehr die Landwirtschaft, mal ist es der Verkehr, mal sind es die Leute mit ihren Komfortkaminen und so weiter und so fort. Hier habe ich mal eine Grafik aufgerufen, die Feinstaubbelastung Stuttgart am Neckartor aufzeigt. Und hier sieht man sehr deutlich, dass hier eindeutig im Bereich des Straßenverkehrs, also im Bereich der Straßen, die Feinstaubbelastung zu über 50% auf den Straßenverkehr zurückzuführen ist. Und das finde ich sehr gut, dass hier auch klar und deutlich steht, 7% davon stammen aus den Abgasen, 44% davon stammen aus dem Abrieb. Ja. Kleinere Anlagen, kleinere mittlere Feuerungsanlagen, auch die sogenannten Komfortkamine, die ja in Deutschland ganz besonders beliebt sind. Auch der Fernverkehr, aber auch Industrie, Gewerbe und so weiter, Baustellen tragen natürlich zur Feinstaubbelastung bei. Man muss einfach nur mal ein bisschen mit offenem Auge durch die Welt gehen, dann sieht man und spürt man überall diese Feinstaubquellen. Baustellen gehören dazu. Überall, wo zum Beispiel Beton geschnitten wird, entsteht jede Menge Feinstaub, wo Stein geschnitten wird. Und selbstverständlich ist es auch der gesamte Lkw-Verkehr. Und alles, was wir eben so um uns herum haben, selbst wenn ich mich im Badezimmer abtrockne, entsteht Feinstaub. Wenn ich meine Kleidung in den Trockner stecke, entsteht Feinstaub. Also Feinstaub entsteht überall. Und je näher ich an den Straßen bin, desto stärker wird natürlich die Zusammensetzung und die Zusammensetzung der Quellen, also woher kommt der Feinstaub vom Straßenverkehr, entsprechend dominiert. Das heißt, es ist völlig klar, da muss also Abhilfe geschaffen werden. Also wir fassen mal zusammen. Feinstaub ist ein Thema, was man definitiv nicht ignorieren sollte. Feinstaub ist
gesundheitsbelastend. Feinstaub stellt eine Quelle von Todesursachen dar. Ich habe mal nachgeschaut zu den Todesursachen Nummer 1 in Deutschland. Über die ganzen letzten Jahre gehören Herz-Kreislauf-Probleme und Bronchialprobleme. Und die können und werden definitiv auch durch Feinstaub hervorgerufen. Also Feinstaub ist schon definitiv ein Thema. Übrigens, Feinstaub entsteht nicht nur durch die vorhin genannten Quellen, sondern zum Beispiel auch Stickoxide sind Vorläufersubstanzen, die dann später zu Feinstaub umgewandelt werden. Das bedeutet also wieder, je weniger Stickoxide emittiert werden, desto weniger Feinstaub entsteht dann letztlich auch. Okay, schauen wir uns jetzt mal bitte die Studie an. Ich sage eins vorweg, da bin ich ganz offen, ehrlich und transparent. Ich habe diese ganze Studie nicht gelesen, denn sie umfasst 146 Seiten. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Deswegen sage ich hier ganz klar und transparent, ich habe mir die Zusammenfassung durchgelesen, die ihr jetzt hier sehen könnt. Die Zusammenfassung ist in Englisch geschrieben. Da ich Englisch einigermaßen gut lesen kann, war es relativ einfach zu verstehen, worum es geht. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn die Autoren zum Beispiel auf Heise oder auf Focus auch mal schreiben würden, ob sie denn diese Artikel in Gänze lesen oder nur Teile lesen. Ist gar nicht schlimm, wenn sie das nur in Teilen lesen, aber dann sollten sie es vielleicht auch einfach mal entsprechend kennzeichnen. Also, diese Studie von der OECD, wir haben sie euch unter dem Video in den Shownotes entsprechend verlinkt. Die beschäftigt sich mit den sogenannten Non-Exhaust Particle Emissions, also mit den Feinstaub- bzw. mit den Partikelemissionen, die nicht durch Verbrennungsvorgänge an einem Fahrzeug zustande kommen. In dieser Zusammenfassung wird ganz klar gesagt, dass die Feinstaubemissionen, die durch die Verbrennungsmotoren, durch die Verbrennungsvorgänge entstehen, immer weiter abnehmen. Dafür werden zwei Ursachen genannt, nämlich einerseits die verbesserte Abgasnachbehandlung und andererseits der abnehmende Anteil an Verbrennungsfahrzeugen in den nächsten Jahren. Und auf der anderen Seite wird der Anteil an Elektrofahrzeugen entsprechend zunehmen. Das Problem ist aber, ganz richtig, dass die Elektrofahrzeuge eben zum Teil einfach schwerer sind als die vergleichbaren Fahrzeuge. Und dazu blenden wir jetzt ruhig mal eine Grafik ein, wo ich so verschiedene Fahrzeuge mal verglichen habe. Und auch wenn die Werte zum Teil sehr eng beieinander liegen, zum Beispiel wenn wir den Hyundai Ioniq mal vergleichen in der Elektro mit der Hybridvariante, dann ist da kaum ein Unterschied. Aber bei anderen Fahrzeugen, beim Daimler zum Beispiel, aber auch beim Daimler EQC und auch beim E-Golf zum Beispiel, kann man schon recht deutlich sehen, dass die Elektrofahrzeuge allesamt im Moment noch schwerer sind, zum Teil sogar deutlich schwerer. Ich finde, beim EQC fällt es schon ganz schön krass auf, schwerer sind als die vergleichbaren Verbrennerfahrzeuge. Das ist also eine Aussage, die definitiv so erstmal grundsätzlich richtig ist, dass sie schwerer sind. Aber wir wissen alle, dass in den nächsten Jahren die Batterietechnik mit Sicherheit große Fortschritte machen wird und damit dieser Gewichtsunterschied, den wir heute noch haben, sicherlich nach und nach abnehmen wird. Ja, also als Gründe für die Zunahme der Feinstaubpartikelemissionen, die nicht aus Verbrennungsvorgängen stammen, das ist im Englischen, das ist viel einfacher auszudrücken, Non-Exhaust Emissions, werden eben aufgezählt Bremsen, Räder, die Straßen selbst, wie wir das vorhin auch schon gesagt haben, und natürlich auch der Fahrstil ist ein ganz entscheidender Faktor bei der ganzen Geschichte. Dazu komme ich aber dann im Fazit nachher nochmal drauf zu sprechen. Man geht jetzt davon aus, dass bis 2050 sich die Nachfrage nach Individualverkehr verdoppeln wird. Und wie gesagt, da jetzt eben der Anteil an Elektrofahrzeugen zunimmt, geht man eben auch davon aus, dass hier eine Zunahme an Feinstaubemissionen passieren kann, weil eben die Elektrofahrzeuge zum Teil wirklich deutlich schwerer sind und es entsprechend zu mehr Reifenabrieb und mehr Straßenabrieb entsprechend kommen kann. Das Ganze ist natürlich auf einer Zeitskala hier in dieser Studie berechnet worden, die so bis 2050 geht. Hier sind nochmal ganz interessante Zahlen. Also elektrische Fahrzeuge emittieren 5-19% weniger PM10-Partikel. Sie emittieren auch, sie müssen aber nicht unbedingt weniger PM2,5 Partikel emittieren. Mit PM10 bzw. PM2,5 sind die Größen der Partikel gemeint. Es ist nämlich durchaus möglich, dass sehr schwere Elektrofahrzeuge durchaus 3-5% mehr PM2,5 Partikel emittieren können als vergleichbare Verbrennerfahrzeuge.
Ja, und in der Folge ist es also durchaus möglich, dass die Feinstaubpartikelemissionen von PM2,5 und PM10 durch den Umstieg auf Elektrofahrzeuge durchaus um 53,5% steigen kann. Das ist natürlich eine ganz krasse Aussage. Und das Hauptproblem sind eben einfach die Gewichte der Elektrofahrzeuge. Mit anderen Worten, besonders leichte Elektrofahrzeuge tragen nicht so sehr zu dem Effekt bei wie besonders schwere Elektrofahrzeuge. Und die Politik, die muss letztlich, so steht es hier jetzt weiter in der Zusammenfassung, die muss entsprechend darauf reagieren. Die muss also entsprechende Vorgaben machen und es müssen entsprechende Entwicklungsschritte stattfinden, damit dieser Effekt, so wie er sich jetzt abzeichnen könnte, nicht verstärkt wird und dann auch nicht entsprechend kommt. Denn das ist ganz klar, dann hätte man irgendwie den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben und irgendwie so gar nichts erreicht. Also, die Aussagen der Artikel auf Focus und auf Heise zum Beispiel, die sind erstmal grundsätzlich richtig, muss man so festhalten. Wir alle müssen uns bewusst sein, dass Elektrofahrzeuge nicht mit der weißen Weste durch die Gegend fahren. Wir alle müssen uns bewusst sein, dass Elektrofahrzeuge genauso wie Verbrennerfahrzeuge mit bestimmten Umweltbelastungen daherkommen. Das fängt schon bei der Produktion an, logischerweise sogar schon vorher, nämlich bei der Entwicklung, wenn Hunderte an Ingenieuren, Monate, Jahre lang an der Entwicklung von so einem Fahrzeug arbeiten, dann ist nicht zu vermeiden, dass auch hier dadurch allein durch die Entwicklungsarbeit Emissionen entstehen. Die sozusagen Kette der Emissionen, die bei der Herstellung und Produktion von E-Fahrzeugen entstehen, die geht dann eben weiter im Betrieb und die geht letztlich nachher bis zum Recycling. Das muss uns allen bewusst sein. Wir sollten also auf gar keinen Fall in irgendwelche Diskussionen gehen und behaupten, das Elektroauto ist komplett frei von irgendwelchen Umweltauswirkungen, weil das ist nicht richtig. Das stimmt einfach nicht. Wir haben aber mit dem Elektroauto einfach die Möglichkeit, bestimmte Dinge in die Reihe zu bekommen, was den Energieverbrauch angeht. Aber, und das hat auch zum Beispiel Steve in seiner Antwort auf den Arte-Kommentar, den wir hier auch gerne mal verlinken, klar und deutlich gesagt, der große Vorteil ist, dass wir jetzt intensiver anfangen, über diese Dinge zu sprechen, dass wir sie überhaupt erstmal auf den Tisch bringen und dass wir dann rechtzeitig anfangen, nach Lösungen zu suchen. Denn ich persönlich wundere mich immer so ein bisschen, und auch hier bei dieser Thematik, ich wundere mich so ein bisschen sehr darüber, dass hier Dinge jetzt plötzlich auf den Tisch gebracht werden, Problematiken auf den Tisch gebracht werden, die es schon lange, lange gibt und die nicht unbedingt nur etwas mit dem Elektroauto zu tun haben. Denn, ich habe es vorhin schon gesagt, der Trend zu großen und schweren Fahrzeugen, SUVs, noch und nöcher, der ist seit Jahren ungebrochen und wirklich kein Mensch interessiert sich irgendwie dafür und niemand sagt irgendwie, ja, wie schlimm das ist, dass da so viele Rohstoffe eingesetzt werden, dass diese Fahrzeuge unfassbar viel Sprit verbrauchen, dass sie riesige Reifen haben, großer Reifenabrieb ist und so weiter und so fort, all diese ganzen Dinge. Wenn das ein ähnliches Problem beim Elektroauto auftritt, zum Beispiel der Reifenantrieb durch die Größe oder durch das Gewicht der Fahrzeuge, dann ist gleich die ganze Elektromobilität schlecht. Und das ist einfach eine Argumentationskette, die so für sich genommen einfach kompletter Unfug ist. Und man muss wirklich all diesen Journalisten und Redakteuren, die sowas schreiben, einfach mal fragen, habt ihr die Probleme vorher nicht gesehen? Oder habt ihr irgendwie ein Problem der Wahrnehmung, dass ihr nicht seht, das sind Probleme, die wir schon lange haben und die sich natürlich bei der Elektromobilität nicht wiederholen dürfen. Dass wir im Moment eben noch sehr große, zum Teil auch noch recht schwere Elektroautos haben, sollte uns Ansporn genug sein, dieses Problem zu vermeiden. Es ist aber auch so, und das will ich auch ganz deutlich und ehrlich sagen, dass es auch immer wieder ein bisschen an uns selbst liegt. Da nehme ich mich selbstverständlich nicht aus, das ist überhaupt gar keine Frage. An uns selbst liegt es, zum Beispiel, ich habe es vorhin angesprochen, wie wir fahren. Und ob wir überhaupt fahren, müssen wir wirklich jede Strecke mit dem Elektroauto zurücklegen, nur weil es jetzt ein Elektroauto ist? Muss ich zu jedem Mist mit dem Elektroauto machen, nur weil ich für mich sage, ja, ich fahre doch jetzt E-Auto, ich mache ja keine Emissionen mehr? Das ist eben so nicht richtig. Vielleicht doch mal wieder zu Fuß gehen, vielleicht trotz Elektroauto das Fahrrad aus dem Schuppen holen, fit machen, ist auch für die Gesundheit nicht das Schlechteste. Wie fahre ich? Ja, fahre ich betont sportlich, fahre ich zurückhaltend? Es gibt ja Situationen, in der der Reifenabrieb stärker und weniger stark ist. Zum Beispiel, je stärker ich beschleunige und je stärker ich bremse, desto stärker ist der Reifenabrieb. Das ist völlig klar. Wenn ich ein sportlicher Fahrer bin und eben im Kreisverkehr schon ordentlich Strom gebe, dann werde ich auch hier extrem für Reifenabrieb sorgen. Wenn ich allerdings zurückhaltend fahre, das heißt nicht, dass ich wie eine Schnecke fahren muss, aber wenn ich ein bisschen zurückhaltender fahre, dann
das spüre ich ja auch und das sehe ich ja auch an meinen Reifen, wird entsprechend weniger Reifenabrieb passieren. Das heißt, wir haben es alle in der Hand. Auch schon beim Kauf eines Fahrzeuges habe ich es in der Hand. Wenn ich zum Beispiel heute die Wahl habe zwischen einem Fahrzeug mit kleiner und großer Batterie, dann ist klar, dass das Fahrzeug mit der großen Batterie sicherlich einen Komfortgewinn für mich bietet. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite wird dieses dann schwerere Elektrofahrzeug länger auf den Straßen fahren. Also es werden pro Kilometer immer wieder mehr Kilogramm transportiert, die dann insgesamt eben auch über die gesamte Lebensdauer dieses Fahrzeuges, auch wenn ich das schon längst weiterverkauft habe, für eine höhere Feinstaubbelastung führen werden, weil der Reifenabrieb ist nun mal da, der Straßenabrieb ist nun mal auch da. Das heißt, sich vielleicht doch mal drüber nachdenken, das Auto mit der kleineren Batterie zu kaufen. Habe ich natürlich gewisse Performance-Nachteile, habe ich gewisse Komfort-Nachteile, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite weiß ich aber, ich habe ein Fahrzeug in den Straßenverkehr gebracht und ins Leben gebracht, das über seine gesamte Lebensdauer weniger Feinstaub emittieren wird. Das heißt, wir haben es alle auch immer ein bisschen an uns selbst. Und zum Schluss muss man einfach noch mal ganz klar und deutlich sagen, das beste Auto ist gar kein Auto. Und das geht natürlich nicht, das geht auch bei mir nicht. Auch wir brauchen ein Auto, um für bestimmte Dinge einfach mobil sein zu können, die ohne Fahrrad, ohne Auto wesentlich komplexer zu lösen wären, die Mobilitätsbedürfnisse. Da bin ich froh, dass ich ein Auto habe. Aber wie gesagt, wir dürfen uns alle nicht der Illusion hingeben, dass das Elektroauto frei von Emissionen und mit weißer Weste durch die Gegend fährt. Auch wenn es mit Sicherheit die Option bietet und auch heute schon in vielen Dingen besser ist als das entsprechende, ein gleiches Verbrennerfahrzeug. Ja, mich würde sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt es immer mal einfach unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, es zu lesen und freue mich darauf, mit euch auch darüber dann weiter zu diskutieren. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video anzugucken. Bitte, es wäre super, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir freuen uns über jedes Abo. Das ist immer so ein kleiner Applaus für uns. Drückt doch einfach auch mal die Alarmglocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn es von uns was Neues für euch gibt. In dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.